Junge, bin ich schlecht im Koordinieren von Einsatzkräften. Also das sollte ich definitiv nicht machen. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video und zwar wieder 112 Operator. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass ich mich um das Auto hier kümmere, was hier steht. Ja. Ich habe keine Ahnung und fragt mich auch nicht. Bei dem Auto war zugewiesen der Polizeihund und einer dieser Polizisten hier. Warum auch immer es wollte und wollte nicht fahren. Ich habe den Hund rausgenommen, ich habe einen neuen Polizisten hinzugefügt. Keine Ahnung, es wollte auf jeden Fall nicht fahren. Somit habe ich jetzt das Auto gelöscht. Gut, das Auto selber kostet glaube ich 50.000. Ja, das habe ich dadurch natürlich auch verloren. Aber ich meine, was bringt mir ein Fahrzeug, was feststeht? Dann, ja, kann ich das auch so lösen. Ja, egal, wir starten jetzt einfach mal den Alltag und schauen mal, was uns der Tag so bringt. Als erstes mal Raserei, eher super. Es ist ja so wichtig, eine Raserei. Naja. Oh, das freut mich. Was? Müll. Also, Müll in Brand, okay. Also, nichts Besonderes. Okay, das ist Verwendung gefälschter Dokumente. Ja gut, da brauchen wir ein Fahrzeug mit Lagerplatz, da bringt kein... da bringt das Motorrad nichts. Messerangriff, okay. Ja, da brauchen wir auch einen Krankenwagen. Ja gut, schon wieder dasselbe. Auch einen Polizisten hin. Okay, Feuer in einem Hochhaus. Das klingt interessant. Ja, schicken wir auch einen Krankenwagen hin. Oh, diesmal haben wir gut brennendes Gebäude. Diesmal haben wir gut was zu tun mit, Polizei. Ich meine mit Feuerwehr. Das ist schön. Hier, schon wieder Feuerwehr, Feueralarm. Ja gut, die brauchen anscheinend was. Ist halt die Frage, ob der Wagen schneller dort ist als... Boah. Also, gerade übertreiben die wieder. Ich habe hier kein... Danke. Kann der suchen? Das... Ja, wie das Spiel direkt loslegt, wenn man... Naja, egal. Ich komme hier... Ich weiß nicht mal, was ich hier wirklich sagen soll, weil das Spiel einfach die ganze Zeit... Also, wenn ihr den ersten Teil von 112 Operator mal euch anschaut, dann seht ihr, wie es am Anfang war. Da war es harmlos, einfach, nicht so viel los... Und jetzt? Ja, schon lustig. Ach, da ist auch schon wieder was. Ja. Gut, dann schicke ich den Krankenwagen mal dorthin. Den Heli habe ich da. Ja. Ich benutze Wasser. Ach, stimmt. Lol, wie geil. Wassertank leer. Ja, der Krankenwagen, der kommt. Aber das Feuer ist ja anscheinend aus. Das hier ist Betrunkener in einem Pub. Ja, gut. Kann gut sein, dass ich dort was zum Transportieren brauche. Da kann ich doch ein... Ja, da kann ich ein Motorrad hinschicken. Interessant, interessant. Dann kann ich den wieder dorthin schicken und der erste Anruf. Hallo, wir brauchen einen Doktor. Einer der Kinder könnte eine Concussion haben. What's the address? We're in the school at... Okay. What happened? Well, the kids were warming up. One got hit in the head. She ran into a doorframe. Ah, gegen einen Türrahmen. Any blood? No, just a small scratch, but she will surely have a bump. Don't do anything. I'm sending an ambulance. Okay, thank you. Ja gut, das war jetzt, ja, Kind ist gegen einen Türrahmen geknallt, okay. Aber ja, reicht ja. Ja, komm, beruhig dich, kein Wasser mehr. Dann holt euch neues Wasser. Baut eine Wasserversorgung auf, ne? Ja, warte, das, Ja, was habe ich denn hier noch offen?
zwei Feuerwehreinsätze. Einmal hier. Ja, den mache ich danach. Und einmal Medizin und Polizei. Okay. Mache ich so. Und, hallo. Dann habe ich einen Polizeieinsatz. Ich habe hier nichts frei. Ja, was bringt mir dann das Motorrad? So, dann schicke ich den dorthin. Wie soll ich das denn hier machen? Ich habe doch keine Fahrzeuge gerade. Ja gut, was? Zurückgelassenes Paket, okay. Wie soll ich das denn bitte alles schaffen? Ich habe doch... Ah, Mann. Ja, ist klar. Ja, moin. Schussverletzung. Kidnapping, okay. Alter, willst du mich flachsen oder warum gibt's jetzt solche extremen Einsätze? Hä? Ja, gut, suchen? Was ist denn... Wo ist denn jetzt hier... Ja, geh da weg. Ich will hier hin. Die Polizei ist bei dem. Ja, gut, hier ist Feuer. Die brauchen was. Die brauchen was. Hey, Alter. Okay, da sind zwei Polizeiwagen, aber keiner kümmert sich darum. Ja, gut, hier könnte ich einen Wasserwerfer hinschicken zum Suchen und einen Heli. Er lädt ab und dann hat er abgeladen, dann kann ich den dorthin schicken, Sanitäter. Gut, das geht nicht. Da kommt direkt der nächste Anruf. This is 112. How can I help you? Okay, what's the address? You have to tell me what's going on, sir. The boy, he was stealing a smartphone. So this was your phone? No, I work at a shop that's electronics. Can you send someone? I'm sending a police unit. But I can't hold him much longer. Well, you have to. Okay. And he's gone. It's a shame we don't have any cameras in the shop. The police will look for him. Of course. I'll tell them everything. Thanks. Okay. Das war anscheinend ein Ladendieb. So sehe ich das jetzt mal. Ja, ja, Medizin, bla bla bla. Ja, was soll ich denn hier machen? Die suchen da ab, oder wie? Ja, anscheinend schon. Ja, ich würde ja wen hinschicken, aber ich habe hier... Hier habe ich noch einen Krankenwagen. Okay. Ein brennendes Gebäude. Okay, die löschen da anscheinend jetzt. Ja, den schicke ich dahin. Den schicke ich dorthin. Den schicke ich dorthin. Ja gut, dann kann ich den ja noch... Ah, der Einsatz ist natürlich fehl... Alter, habe ich viele... Alter, wie viele haben... Wir sind denn fehlgeschlagen. Alter, Fall der Meister. Junge, bin ich schlecht im Koordinieren von Einsatzkräften. Also das sollte ich definitiv nicht machen. Aber dann weiß ich das ja jetzt auch schon mal. Alter, ich habe drei Ereignisse offen. Ey, oder ist der Heli voll? Nö. Dann habe ich hier noch einen Polizeieinsatz. Ja, kann der dorthin fahren? Der dorthin. Ist doch ein interessantes Gespräch. Der dorthin. Bla bla bla. Ja gut, die kassieren anscheinend gerade Bußgeld.
Ja, perfekt. Dann kann ich den auch... Nee, den kann ich auch dorthin schicken. Alter, habe ich viele Sachen noch offen. Ja gut, die Fahrt... wo habe ich denn noch Polizeieinheiten frei? Polizeitransport benötigt. Ja, wo habe ich denn hier noch was frei? Sag mir das doch mal. Ja, hier habe ich jetzt wieder ein Fahrzeug frei. Ist doch klar. Alter, ich schaff das so nicht. Hier habe ich ein Polizeifahrzeug frei. Ja, gut. Dann schicke ich... Ach, das ist der Heli, okay. Dann schicke ich dort einen Krankenwagen hin. Ach, der braucht auch einen Krankenwagen. Da ist das Komplex hier. Junge, Junge. Sanitäter benötigt. Hä? Ist doch da. Achso, die haben zu wenig Transportmöglichkeiten. Alter, ich brauche Geld. Ich brauche unbedingt Geld. Das ist nicht normal. Da habe ich jetzt... Der fährt hinterher. Da kommt anscheinend auch einer hin. Der braucht Polizeitransport. Dann schicke ich den dahin. Ja, komm, Medizin kann ich auch... Wie viele sind da noch? Anscheinend zwei. Gut, dann lasse ich den noch entladen und dann... Der kommt da ja gleich an. Der sucht. Okay. Okay, okay, okay. Alter, sind da viele Schwerverletzte. Okay, gut. Verstehe. Dort fährt ein Polizeiwagen hin. Ja. Da fährt ein Krankenwagen hin. Ja gut, hier brauche ich auch noch einen Mediziner. Ja, das ist mir klar, dass ihr Transport braucht. Aber da kann ich gerade nichts dran ändern, dass ich... Ja, ich habe ja auch nichts frei. Hey, da kommt wer. Die werden abgeholt. Ja, gut. Den schicke ich dann dorthin. Minus 15, ich habe die doch abtransportiert. Hä? Transportiere die doch so gesehen gerade ab. Aber da hatte ich doch... Ich verstehe gerade nichts, aber gut. Ey, jetzt habe ich da auch noch minus 2 Punkte. Alter, ich... Heute ist einfach nicht... heute ist einfach nicht mein Tag. Nee, komm, dann schicke ich den Krankenwagen dahin. Dann könnte der da stehen bleiben. Super, super. Heute war, glaube ich, eine schlechte Schicht, aber ich kriege hier irgendwie auch gerade nichts koordiniert. Gut, zumindest ist die Schicht vorbei und es gab nur... Ja, egal. Hey, Sanit... Ach. Ja, sorry. Ja gut, dann kann ich da noch einen Polizeiwagen hinschicken. Den schicke ich auch hin, weil bis der an der Wache ist. Ach, jetzt fahren die dort eh wieder hin, okay. Also Medizin gibt's genug. Perfekt, und dann... Wir brauchen Transport und der Rest ist eigentlich, was ist da los? Sicherstellung von Drogen, okay. Ja gut, die haben ja genug Platz und Polizisten. Okay, aber wie viele... Da sind so viele Einsätze fehlgeschlagen, so viele. Das ist echt eine sehr miese Ausbeute. Wenn wir jetzt hier schauen, 88% Effizienz nicht gelöst, 6. Echt, das heute waren wir echt nicht gut. Dafür haben wir trotzdem fast 50.000 plus gemacht. Davon können wir uns zumindest wieder ein neues Fahrzeug kaufen, von dem Geld, aber heute war echt ein doofer Tag. Das war eine echt heftige Schicht. Na gut, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst eine Bewertung da. Daumen nach oben, Daumen nach unten, Daumen nach oben wäre natürlich schöner. Schaut in die Videobeschreibung, da sind ein paar Sachen verlinkt. Kommentiert, abonniert und ich hoffe mal, man sieht sich im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.